Kapitel 18 – Die Boten. Der Herr erschien Avram unter den Terebinden Mamres, als er an der Tür des Zeltes saß, um die Glutzeit des Tages. Und Avram hob seine Augen auf und erblickte drei Männer, die vor ihm standen. Als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Türe des Zeltes und beugte sich zur Erde und sprach, »Herr, wenn ich doch Gnade gefunden in deinen Augen, geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Es wird nur geholt ein wenig Wasser, dass ihr eure Füße waschet und ruht aus unter dem Baum. Und ich will holen ein Stück Brot, damit ihr euer Herz labet, dann möget ihr weiterziehen, denn ihr seid nun einmal an eurem Knechte vorbeigegangen.« Und sie sprachen, »Tue so, wie du geredet.« Und Avram eilte ins Zelt zu Sarah und sprach, »Nimm rasch drei Maß Kernmehl, knete es und mache Kuchen.« Und zu den Rindern lief Avram und nahm ein junges Rind, zart und gut, und gab es dem Knaben, dass er eile, es zuzubereiten. Und holte Rahm und Milch und das junge Rind, das er bereitet, und setzte es vor sie, und er stand vor ihnen unter dem Baum, als sie aßen. Und sie sprachen zu ihm, »Wo ist dein Weib Sarah?« Und Avram erwiderte, »Im Zelte.« Und einer der Männer sprach darauf, »Zurückkommen werde ich zu dir um dieselbe Zeit, und dein Weib Sarah wird einen Sohn haben.« Sarah hörte es an der Tür des Zeltes, die hinter ihm war. Avram und Sarah waren aber alt. Sarah lachte in ihrem Inneren und dachte darüber, »Nachdem ich alt geworden, soll meine Jugend zurückkehren, und auch mein Eheherr ist alt.« Und der Engel sprach zu Avram, »Warum doch lachte Sarah und dachte, soll ich auch wirklich gebären? Ich bin ja alt. Ist dem Herrn ein Ding zu schwer? Zu der festgesetzten Frist kehre ich zu dir zurück, und Sarah hat einen Sohn.« Da leugnete Sarah und sprach, »Ich habe nicht gelacht«, weil sie sich fürchtete. Doch der Engel sprach, »Ja, du hast gelacht.« Und es erhoben sich die Männer von dort und wandten den Blick gen Sodom. Avram ging mit ihnen, sie zu geleiten. Und der Herr sprach, »Sollt ich verbergen vor Avram, was ich tun will? Avram wird ja werden zu einem Volke, groß und mächtig, und alle Völker der Erde werden sich mit ihm segnen. Denn ich habe ihn ersehen, dass er es hinterlasse seinen Söhnen und seinem Hause nach ihm, dass sie wahren den Weg des Herrn, zu üben Wohltat und Recht, damit der Herr kommen lasse auf Avram, was er über ihn ausgesprochen hat.« Und der Herr sprach, »Das Geschrei über Sedom und Amora ist mächtig und ihre Schuld sehr schwer. Ich will doch sehen, ob sie wirklich so getan, wie die Klagen, die zu mir gedrungen sind, oder nicht. Ich will es wissen.« Unterdessen wandten sich von Avram die Männer und gingen nach Sedom. Avram stand noch vor dem Herrn. Avram trat hin und sprach, »Willst du gar vernichten den Gerechten mit dem Frevler? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch dann vernichten und nicht vergeben dem Orte um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei dir solches zu tun, zu töten den Gerechten mit dem Frevler, dass der Gerechte sei wie ein Frevler. Fern sei es dir. Der Richter über die ganze Erde sollte nicht Gerechtigkeit üben?« Der Herr erwiderte, »Wenn ich in der Stadt Sedom 50 Gerechte finde, so vergebe ich dem ganzen Ort um ihretwillen.« Da antwortete Avram, »Ich rede doch nur weiter zu meinem Herrn, obgleich ich doch nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du um die 5 die ganze Stadt verderben?« Und Gott sprach, »Ich werde sie nicht verderben, wenn ich dort 45 finde.« Aber Avram fuhr ferner fort, zu Gott zu reden und sprach, »Vielleicht finden sich dort 40. Und Gott sprach, »Ich werde nichts tun um die 40. Und Avram sprach, »Nicht doch verdrieß es meinem Herrn, dass ich rede. Vielleicht finden sich dort 30. Und der Herr entgegnete, »Ich tue nichts, wenn ich dort 30 finde.« Wiederum sprach Avram, »Ich will noch weiterreden zu meinem Herrn. Vielleicht finden sich dort 20. Der Herr erwiderte, »Ich verderbe auch nicht um die 20. Und Avram sagte, »Nicht doch verdrieß es meinem Herrn, und ich will auch nur dies sprechen. Vielleicht finden sich dort 10. Und Gott entgegnete, »Ich verderbe nicht um die 10. Der Herr ging fort, als er aufgehört zu reden zu Avram, und Avram kehrte zurück nach seinem Orte. In diesem Kapitel erhalten Avram und Sarah die Nachricht, dass sie einen gemeinsamen Sohn bekommen werden. Die Nachricht wird überbracht von drei göttlichen Wesen, den Engeln. Das Wort Engel ist vom altgriechischen Wort Angelos abgeleitet,
welches eine Übersetzung des hebräischen Malach, zu Deutsch Bote, ist. In der Bibel tauchen Engel an verschiedenen Stellen auf. Sie sind Diener Gottes, die ausgesandt werden, meistens um den Menschen Nachrichten zu übermitteln, aber auch um sich auf der Erde nach dem Rechten zu erkundigen. Engel tauchen in unterschiedlichen Gestalten auf, je nach dem Auge ihres Betrachters. So heißt es zu Beginn des Kapitels: Gott erschiene Abraham. Der sieht auf und erblickt die drei Wanderer. In diesem Kapitel tauchen mehrere kleine Anspielungen auf Verhaltensregeln auf. Zum einen ist da die Mitzwa der Gastfreundschaft. Avram verspricht seinen Gästen nur ein kleines Stück Brot, doch bringt er ihnen ein ganzes Festmahl. Diese Untertreibung gilt als Höflichkeit eines guten Gastgebers. Eine weitere Mitzwa ist es, den Frieden zwischen Ehepartnern nicht zu gefährden. Sarah lacht über die Botschaft des Engels, weil sie und ihr Mann zu alt für die Geburt eines Kindes seien. Als der Engel daraufhin jedoch mit Avram spricht und ihm Sarahs Lachen erklärt, verschweigt er, dass Sarah über Avram gelacht hatte, weil er alt sei. Stattdessen schildert er die Situation so, als ob Sarah allein über sich selbst gelacht habe. Der Talmud interpretiert das so, dass eine kleine Abänderung in einer Erzählung durchaus erlaubt ist, wenn es die Gefühle eines Menschen schont. Im weiteren Verlauf erfährt Abraham von Gottes Plan, die zwei Städte Sedom und Amora zu zerstören und beginnt mit Gott zu diskutieren. Plaut lehnt die Deutung ab, Abraham habe mit Gott gehandelt. Durch seine Argumentation hätte Abraham nur erfahren, dass Gott ohnehin bereit war, die Städte für ein paar wenige Gerechte zu verschonen. Abraham versuche hier nur Gottes Gerechtigkeit nachzuvollziehen. Diese Stelle zeige auch, dass Menschen sich keineswegs vorbehaltlos Gottes Willen unterwerfen müssen. Nicht in allen Taten Gottes sei die Gerechtigkeit nach menschlichem Moralempfinden nachzuvollziehen. Der Mensch sei stets frei, Gottes Taten abzulehnen und zu hinterfragen.